Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Liebe Gemeinde, liebe Mitmenschen, viele von uns kennen diese Zeilen von Dietrich Bonhoeffer. Wir haben gerade auch vom Klavier die bekannte Vertonung durch Siegfried Fietz dieses Gedichts gehört. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Bonhoeffer hat dieses Gedicht zur Jahreswende 1944-45 seiner jungen Braut Maria und seinen Eltern zukommen lassen, aus dem Gefängnis der Gestapo heraus. Es war wohl sein letzter besonderer Gruß, den sie von ihm erhalten haben. Im April 1945 ist er ja im KZ Flossenbürg hingerichtet worden. Geborgenheit bei Gott in einer solchen Zeit tödlicher Bedrohung. Was der Theologe und Widerstandskämpfer in diesen Zeilen ausdrückt, die wir da gerade gehört haben, das kann bestimmt nicht jeder so empfinden und bekennen in einer ähnlichen Situation. Ja, für manchen ist das wohl eher eine ziemliche Zumutung. Glauben und Gott vertrauen, sozusagen auch noch im Blick auf den Galgen, das ist doch eigentlich völlig verrückt. Im Film über Bonhoeffer, den wir gerade im Konfirmandenunterricht miteinander anschauen, drückt das ein Mitgefangener ganz prägnant aus, als er zusammen mit Bonhoeffer und einigen anderen im geschlossenen LKW durch die Gegend gefahren wird. Er sagt, und der glaubt immer noch an seinen blöden Gott. Das Drehbuch lässt Bonhoeffer, dargestellt von Ulrich Tukur, sinngemäß sagen, ich kenne ihn noch nicht, aber ich lerne ihn gerade kennen, also Gott. Gut, das ist Drehbuch. Und vielleicht klingt dieser Filmtext aus dem Jahr 2000 im Blick auf die tatsächliche Situation 1945 etwas zu ironisch satirisch. Im Kern aber sind diese Worte, aber ich lerne ihn gerade kennen, eine sehr treffende Formulierung. Ein sehr treffender Ausdruck dafür, wie und warum Bonhoeffer auch in diesen letzten Wochen seines Lebens glauben und hoffen konnte. Immer noch oder auch auf ganz neue Weise glauben und hoffen an Gott und an seine wunderbaren Mächte. Glauben und hoffen bis hin zu jenen überlieferten Worten vor der Hinrichtung, das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Worte von unschätzbarem Wert sind das. Gleichzeitig sollten wir uns aber auch jenem anderen Satz aus dem Munde des Mitgefangenen stellen, und der glaubt immer noch an seinen blöden Gott. Wie gesagt, das ist nun im Unterschied zu jenen bekannten letzten Worten, das ist nun nicht historisch überliefert, sondern entstammt wohl der Fantasie des Drehbuchautors. Diese Worte zeigen uns aber gewissermaßen die Außenperspektive, den Blick mit den Augen der Welt auf diesen ganzen christlichen Glauben. Auch Paulus beschreibt in 1. Korinther 1 diesen Blick von außen auf die christliche Botschaft. Er formuliert es dabei so, dass die christliche Botschaft und der Glaube an Jesus Christus in den Augen der Welt eine regelrechte Dummheit oder Torheit ist. Eine Sache also, die von außen betrachtet gar nicht verstanden und richtig wahrgenommen werden kann.
Was für die Welt so als eine Dummheit erscheint, das ist aber in Wirklichkeit die Kraft und die Weisheit Gottes. Und was an Gott andersherum schwach und jämmerlich erscheint, das ist in Wahrheit seine Stärke, seine Weisheit. Hören wir also, wie Paulus diese Gedanken entfaltet, den Predigtext der dritten Reihe zum fünften Sonntag nach Trinitatis, nach der Übersetzung der Basisbibel. Die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als eine Dummheit. Aber wir, die gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes. Denn in der Heiligen Schrift steht: Ich will die Weisheit der Weisen auslöschen und von der Klugheit der Klugen nichts mehr übrig lassen. Wo sind jetzt die Weisen? Wo die Schriftgelehrten? Wo die wortgewaltigen Redner unserer Zeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt als Dummheit entlarvt? Obwohl sich die Weisheit Gottes in dieser Welt zeigt, hat die Welt mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott nicht erkannt. Deshalb hat Gott beschlossen, mit Hilfe einer Verkündigung, die als Dummheit erscheint, alle Glaubenden zu retten. Die Juden wollen Zeichen sehen. Die Griechen streben nach Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus als Gekreuzigten. Das erregt bei den Juden Anstoß und für die Heiden ist es reine Dummheit. Doch für alle, die Gott berufen hat, ob es Juden sind oder Griechen, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn was an Gott als dumm erscheint, ist weiser als die Menschen, und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Liebe Gemeinde, liebe Mitmenschen, viele Worte und komplexe Gedankengänge. Vielleicht in dieser Fülle beim ersten Hören oder auch Lesen gar nicht so ganz zu überblicken. Alles kreist aber gewissermaßen um diese eine Hauptachse. Was für die Welt als Dummheit erscheint, das ist in Wirklichkeit die Kraft und die Weisheit Gottes. Und was an Gott schwach und jämmerlich erscheint, ist in Wahrheit seine Stärke und Weisheit. Und im Blick auf die vorher erwähnte Filmszene bezogen, könnte das heißen, eben diesem Gott, der für den Mitgefangenen eigentlich nur noch ein blöder Gott ist, eben diesem Gott kann Bonhoeffer wirklich bis zuletzt vertrauen. In der Zeit seiner Haft schreibt er dazu: Der Gott, der mit uns ist, ist der Gott, der uns verlässt. Gott lässt sich aus der Welt herausdrängen ans Kreuz. Gott ist ohnmächtig und schwach. Und nur so ist er bei uns und hilft uns. Die Bibel weist den Menschen an die Ohnmacht und das Leiden Gottes. Nur der leidende Gott kann helfen. Nur der leidende Gott kann helfen. Ich denke, dieser Satz gehört ganz elementar mit dazu, wenn wir dann auch wieder jene anderen, so populären Zeilen von den guten Mächten singen. Geborgenheit und Hoffnung gibt es bisweilen eben nur bei einem Gott, der selbst leidet, der am Schicksal seiner Menschenkinder und Menschengeschwister bis in die tiefsten Tiefen hinein Anteil genommen hat. Und für uns Menschen heißt das wiederum, Gott befreit uns davon, alles aus eigener Kraft sichern, schaffen, bewältigen zu müssen. Er schenkt uns stattdessen den Mut, Altes und Überholtes in unserem Leben loszulassen, wenn es denn nicht mehr weiterträgt. Und er schenkt uns ebenso die Kraft, die Krise als auch den Nullpunkt des Lebens anzunehmen. Anzunehmen, Krise als Zeit zur Wende,
zur Veränderung, zum Neuaufbruch, mich also der geheimnisvollen Tiefe dieses Moments zu öffnen. Wenn ich in einem solchen Moment wirklich anerkenne, dass ich mit meinem eigenen Latein jetzt am Ende bin, und wenn ich merke, dass ich mich mit meinen eigenen Vorstellungen vielleicht ziemlich verrannt habe und womöglich mit diesen Vorstellungen einen ziemlichen Dickkopf entwickelt habe, nach dem Motto, es geht nur so, wie ich es denke und wie ich es mir vorstelle. Wenn ich das stattdessen dann auch hinter mir lassen kann und mich so gewissermaßen ein bisschen von außen selbstkritisch betrachte, dann kann mich auch wieder jene besondere Weisheit Gottes neu berühren. Dann kann der schwache und selbstleidende Gott mir ganz neue Kräfte, Ideen, Wege zeigen und schenken. Die Botschaft vom Kreuz, so nennt Paulus dieses so ganz andere, besondere Etwas unseres christlichen Glaubens. Und auch Autoren, denen sonst eher ein spöttisch-ironischer Ton eigen ist, äußern sich mit Hochachtung über die besondere Kraft und Bedeutung unseres selbstleidenden und mit uns leidenden Gottes Jesus Christus. So schreibt Heinrich Heine dazu, erste Hälfte 19. Jahrhundert, schreibt Heine ganz innig und angerührt. Ewiger Ruhm gebührt dem Symbol jenes leidenden Gottes, des Heilands mit der Dornenkrone, dessen Blut gleichsam der lindernde Balsam war, der in die Wunden der Menschen herabrann. War die christliche Religion vielleicht nötig für die erkrankte und zertretene Menschheit? Wer seinen Gott leiden sieht, trägt leichter die eigenen Schmerzen. Die vorigen heiteren Götter, Heine denkt da an den reichen Götterhimmel der Griechen und Römer, also diese vorigen heiteren Götter, die selbst keine Schmerzen fühlten, wussten auch nicht, wie armen gequälten Menschen zumute ist, und ein armer gequälter Mensch konnte auch in seiner Not kein rechtes Herz zu ihnen finden. Es waren Festtagsgötter, um die man lustig herumtanzte. Sie wurden deshalb auch nie so von ganzem Herzen geliebt. Um so von ganzem Herzen geliebt zu sein, so Heine weiter, muss man leidend sein. Das Mitleid ist die letzte Weihe der Liebe, vielleicht die Liebe selbst. Von allen Göttern, die jemals gelebt haben, ist daher Christus derjenige Gott, der am meisten geliebt worden ist. Soweit Heine, der ja durchaus ebenso als gebürtiger Jude eigentlich aus einer gewissen Außenperspektive schreibt, gleichzeitig aber mit sehr viel Herz und Sympathie. Für ihn ist Christus absolut kein blöder Gott. Für uns als Christenmenschen bleibt noch hinzuzufügen, dass die Weisheit Gottes ebenso unsere Hoffnung und unseren Glauben beflügelt. Den Glauben, dass alles anders wird, ebenso der Glaube an eine ganz neue Sicht und Perspektive. Und dass dann einmal neue, hoffnungsvolle Tage anbrechen werden. Ich glaube fest, dass alles anders wird. Amen.